Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Poke One. Ich habe jetzt endlich dieses beschissene Sparrow gefangen. Das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das ist. Ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, was das für ein Pokémon ist, weil ich den Namen nicht kenne auf Englisch. Und bin mal gespannt, was wir uns da ertauschen. Ich habe eine Vorahnung, es könnte Porenta sein, falls er in dieser Richtung hier unten war. Gucken, was es denn jetzt wirklich ist. Und es ist. Ja, Sparrow, ja, genau. Ich ziehe mal Sparrow hier rein. Confirm. Und Tatsache, es ist Porenta. Oh mein Gott. Weiblich. Werde ich aber nicht spielen. Ich habe es einfach jetzt nur geholt, damit man es in den Pokédex reinkriegt. Sieht aber knuffig aus in der Animation. Was muss ich denn für dieses Fahrrad machen? Runtergehen in die andere Stadt, wo der dritte Orden ist, und dann zum Pokéclub. Und Ja, dann aber da gut. komme ich nicht rein, ne, bevor ich. Wie? Wann komme ich denn da rein? Ja, wenn du mit Bill geredet hast, kriegst du dann ja die Mission. Ach so, ja gut, ich war noch nicht bei Bill. Bei Bill Kaulitz. Ach, der wohnt hier im Haus. Ja. Krokebill? What the fuck? Das ist ein Pokémon, ne? Das ist ja euch bewusst. Ne, ist kein Pokémon. Egal, ich kann mich nicht bewegen. You kick from the server. Aber ja, Knockout. Hast du jetzt wirklich ausgelockt? Und da hier die Tastatur auseinander, ey. Mal lang geht's danach wieder. Din, 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 din. Kann ich eigentlich noch mit den Leuten von dem Filmteam reden? Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht gemacht. Gibt's da irgendwas für? Hast du den? Hast du auch? Na gut, nee, ich drück den roten Button. Nee, ich habe den roten gedrückt, so wie es da stand. Ja, weil du konntest auch den blauen drücken. Es hätte mich jetzt echt interessiert, was dann passiert. Kriegen wir jetzt die Angel? Das S-Ticket. Wow. Obtained. Na gut. Lassen wir's. Ach so, ja, okay. Okay, Nidor, komm, ich bring das mal Nidorino bei. Und werde ihm I die love you, Honey Furien-Attacke Bunny. wegnehmen. I love you, Pumpkin. What the fuck? With my Honey Bunny. Ja, genau. Lasst euch gut gehen, Augen. wie käfe die Spectral zu. Fascinito. After das Ganze. Nee, da, schön, schön. Also, darf ich jetzt rein oder darf ich nicht rein? Okay, ich darf rein. Ich dürfte in die Dicta-Höhle gehen. Ich will mal gucken, ob ich jetzt schon an den EP-Teil daran komme. Natürlich muss ich vorher erstmal einen epischen Kampf gegen den alten Mann beschreiben. Welches Pokémon kann bei mir jetzt Dingens machen? Diese eine Attacke? Cutter oder wie das Die heißt? musst du dir erst holen unten auf dem Schiff. Ach, die haben also nur drüber geredet, Ja, oder was? dass du sie jetzt außerhalb des Kampfes benutzen kannst. Achso, okay. Oder halt, war das nicht die Dingens, wie heißt sie? Misty, glaube ich. Ja, wir haben wieder eine Box. Oh. Halleluja. Ja. Big Malasa. Was? Keine Ahnung, es sieht aus wie Essen und ein Kuchen und 20 Pokégold. Medizin, ja, Big Malasada. All Status Conditions und das andere ist. All Conditions, okay. Hornattacke. Machen wir mal Poisons Ding weg.
Angela Braxton. Radikal, ich will gerne nicht gegen dich kämpfen, lässt mich bestimmt wieder nicht entkommen, ne? Ah, ich muss dann noch April in Route 4 suchen, fällt mir gerade ein. Wenn ich da oben jetzt gerade mit der Maus mal so drüber gehe. Ja, das ist das Penny, was macht denn die da unten? Die sagt dir, was du darfst und was du nicht darfst. Okay. Oh, nee, irgendwas über Team Rocket. Dann treten wir dich jetzt mal aus dem Stadion hier. Bam! Officer Dick. Dem Team Rocket. Da, 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 da. Und zack, den Double Kick in dein Gesicht mit Magnetilo. Du kannst mich mal. Thunder Wave, ich hasse dich jetzt schon. Dafür wirst du verprügelt. Mit Genuss, Nuss, Nuss. Udman Jasper. Schnabbel. Schlafpulver, das wär's ja jetzt noch. Hier lieber Schlafpulver als Paralyserotz. So, den Kampf haben wir gewonnen und dein zweites Pokémon ist der Meerrettich. Oder wie du bezeichnen würdest, das Radieschen. Mhm. Nee, Rettich, sagtest du. Ja, ist ja fast dasselbe. Ja. Ah, toll. Eben sage ich noch, ich könnte gerne, ich würde lieber einschlafen, als Schlafpulver kriegen. Und jetzt schläfe ich ein und dann wollte es mir Giftpulver draufknallen. Tauboga, wach auf, jawohl, verprügel ihn. You have won this battle. Zack. Hier durch darf ich ja noch nicht. Darf ich denn hier wenigstens hoch hier? Da steht der Professor als Schüler. Remember me, Professor Oaks Eint. Und last different, yes. Oh, I see, welcome back. Once you have. Habe ich keine 30 Pokémon in meinem Pokédex? Nein. Ah, ich muss 30 verschiedene fangen und ich habe nur 21. Ja, dann werden wir mal fangen gehen, ne? Pikachu, hallo. Traumato kann ich hier unten fangen. Abspross kann ich hier unten fangen. Radikal kann ich hier unten fangen. Radfratz kann ich hier unten fangen. Ja, auf geht die wilde Fahrt. Guck mal, da haben wir schon Hopspross. So. Item, Pokéball in den Nacken werfen. So, Hopspross wurde gefangen. Dann können wir noch in die Dicta-Höhle, genau. Sparrow besitze ich schon, das brauche ich nicht fangen. Das ist uninteressant für mich. Da, Traumato, du bist wieder interessant. Boah, ich hab's beinahe gekillt.
Pokéball, damit haben wir 23. Du brauchst übrigens 30 Pokémon, damit du den EP-Taler kriegst. Nur mal so. Was? Du musst 30 Pokémon haben, damit du den EP-Taler kriegst. EP-Taler? Ja. Heißt? Das Teil, was du, wo du dann einem Pokémon zum Tragen gibst, damit es dann auch EP kriegt im Kampf. Musst du 30 verschiedene Pokémon besitzen. Fangen haben, oder was? Ja. Wo sehe ich das, wie viel ich hab? Am Pokédex anklicken. 13. Ein bisschen was vorne. Ein bisschen, ja. Bugcatchers. Oh, das wird. Ich habe den Ball nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ich da wieder drauf schlage, dann kippt es ja wieder um. Ich verstehe halt einfach nicht, warum das Ding nicht einfach im scheiß Pokéball drinne bleibt. Na bitte. Muss erst Mankey dafür sterben. Wie viele haben wir jetzt? Wir sind jetzt bei. Ja, das kann ja nicht sein. Okay, irgendwie kommt das Spiel gerade nicht bei mir hinterher, weil er sagt immer noch, ich besitze nur 21. Traumato habe ich schon. Ein Myraplug könnte ich auf der Route noch fangen. Dann wäre hier noch. Hier Sandama wäre gut fürs Team. Gucken wir mal, ob wir das kriegen. Ach, jetzt versuchen die zu zweit gegen mich zu kämpfen, das ist aber lang, das ist aber böse. Okay, dich haben wir auch. 25 Pokémon habe ich jetzt in meinem Pokédex, okay. Also 5 verschiedene muss ich noch fangen. Das wäre Snubbull, Granbull. Dann noch 3 Myrapla. Dickda könnte ich noch fangen in der Höhle. Ich geh mal in die Höhle, guck mal, was da drin ist. Hier drin sind ein Pokémon, was ich nicht gesehen habe bis jetzt, und das Dickda. Also Dickdri wird wahrscheinlich hier drin sein. Da haben wir es auch, Dickdri. Gucken, ob wir das gefangen kriegen. Wieso schreiben die denn schon wieder RIP in den Chat? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Bei mir auch, aber keine Ahnung. MacRib vielleicht? Haben die Hunger? Keine Ahnung. Bei mir funktioniert noch alles. Oh nein, ich hab's glaube ich jetzt getötet, ne? Kannst du bitte dein Def mal kurz erhöhen, liebes Ding, oder meine Tech senken? Du bist nämlich schneller als ich. Ah nein, ich hab's bestimmt echt getötet, ne? Ja, ach Gott, bin ich dumm. Pass auf, das war jetzt auch noch selten mal zu finden. Flipp ich aber aus.
Ach, das ist auch wieder. Warum muss denn auch gekrittet werden, ey? Klar könnte ich das mit Kratzer langsam runterschwächen, aber es dauert zu lange. Level 26er! Jetzt habe ich alles gesehen. Wirklich? Das Problem ist, Nidoran männlich ist paralysiert. Was müsste versuchen, einen Double Kick mal durchzukriegen? 25 Schaden haut es raus. Ja, Double Kick geht rein. Okay, wir müssen versuchen, nochmal einen Double Kick zu landen. Und wir sind paralysiert, wir können wieder nicht angreifen. Mama mia, ey. Alter, wie oft hat es mich denn jetzt getroffen? Fünfmal? Und es ist tot, ey. Soll ich dir was sagen? Was? Ich glaube, mich würde das nicht wundern, wenn du beim Kampf gar nicht siehst, ob das Pokémon Shiny ist oder nicht. Würde dich sondern nicht wundern. Sondern das erst siehst, wenn du es wirklich fängst. Meinst du? Ich sehe ja sonst auch nicht, ob es blau oder grün oder weiß ist. Ich sehe es ja auch erst dann, wenn ich es gefangen habe. Weil dann wäre es ja einfach, dann würde jeder einfach nur kämpfen, solange bis er einen Shiny hat. Also würde mich jetzt höchstpersönlich selbst nicht wirklich wundern, wenn das wirklich so wäre. Oh, Dictree auf Level 26 gefangen, Alter. Nice. Holy shit. Dreimal eine Pokémon down. Eieieiei. Warte da, bam. Bin ich bei 26 oder 27 Exemplaren, ne? Müsste ja 26 müsste ich jetzt sein. Naja, also ich meine, dass Shiny angezeigt wird mit dem S. Welches das haben denn die Pokémon, die ich hier habe? Grün. Weiß. Grün. Grün, grün. Grau. Ich habe sogar eins gefunden, das grau ist, Alter. Nicht weiß. Nein, das ist sogar noch schlechter. Okay, das ist jetzt mal bitter. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Das heißt, ich muss jetzt Granbull noch fangen auf der Route hier. Sup, bitches. Mauzi müsste ich hier fangen. Damit wir uns dann in dieser Folge mal den EP-Teil ergeiern können. Da haben wir doch das Mauzi. Meinst du, es überlebt im Double Kick? Nee, überlebt es nicht. Oh nein, oh, das ist zu niedrig für den Double Kick. Oh. Ja. Radikal. Oh. Wieder eine politische Gesinnung. 43, ja genau. Wow. Hast du es getötet? Was ist denn jetzt? LOL? Ach, du bist auch hier! Ich sag ja, ich kann hier nichts tun. Ach, ist das witzig. Ich wundere mich gerade, was ist denn jetzt geil, ein Teamkampf, aber. Naja. Oh.
Das überlebt. Warte mal, du hast 21 Schaden auf den gemacht, der war one-hit. Ich habe 34 gemacht, der lebt immer noch. Wie geht das? Es war ja noch voll und das war ja kein one-hit. Ich habe es davor schon einmal angegriffen aus Versehen. Okay. Guck mal, da, den kenne ich doch. Aua. Ich beende das mal für dich, ne? Er wird gesiedet. Ah, hat gar nicht funktioniert. Ah, musst du auf der Linie jetzt sein, wenn ich hier gerade am Suchen bin? Kann ja wohl nicht sein. Muss ich hier echt weiter hochgehen? Sweet Scent? Sweet Scent and harshly lowers opposing Pokémon's Evasion. It also lures wild Pokémon if used in places such as tall grass. Da haben wir das Mauzi. Oh. Ach! Was denn? Wieder getötet! Oh. Camper Jeff. Guck mal, da ist Snowball. Dann machen wir eben hier nur die billige Attacke Kratzer drauf. Okay, das haben wir schon mal. Mein Gott. Mal wieder ein Snubbel. Okay, okay, okay. Ich würde gerne jetzt mal kommen. Was ist hier los, Game? Warum dreht ihr alle so durch? Wir sind hier noch nicht auf Level. Da, hier kommen Menki, komm mal ran da. Please wait. Ja. Bam, 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 bam. Glaube ich auch. Was denn? Ich hole meinen Pikachu raus zum Kämpfen und der Gegner macht direkt den Angriff, direkt One, da kann er direkt wieder zurück. Echt jetzt? Ja. Oh, Lappen. Oh Mann, ey. Das ist aber auch bitter. Da retarded. Wieder ein Dabsy. Ja, ich habe irgendwas, ich habe irgendwie so eine komische Fähigkeit, die ich mit, Dingens gelernt habe mit Piece of Nos oder keine Ahnung was. Die du gelernt hast? Ja, ich kann die irgendwie aktivieren im hohen Gras und dann komm ich in den Kampf rein. Irgendwas mit wilden Pokémon wahrscheinlich anziehen oder so. Ja. Ein Leben. Da haben wir Mauzi. Das ist bestimmt jetzt wieder tot. Crit hit. Ne, es hat sie überlebt. Hi, die Witzke. Aber übrigens, du wärst doch noch gespoilert, ob du die Pokémon gefangen hast oder nicht. Wenn du den Routenplan aufhast, was alles auf der Route ist, und du fängst ein Pokémon, was du noch nicht hattest, dann hat es den Ball hinter sich, wenn es noch am Fangen ist. Snowball habe ich schon. Myrapla brauche ich noch und das brauche ich noch. Dora the Explorer. Tut mir leid, Mautz, ich hab dich schon. So, erstmal eins hier rein. Pokémons heilen gehen. Okay, Mauzi, du willst es nicht anders. Karateschlag. Tschüss.
machst denn du da? Nein. Wieder ein Derbschi. So Snowball und Granbull wären noch geil, wenn ich die kriegen würde. Snowball ist ja schon. Granbull und Myrapla. Das ist das falsche Pokémon, Mann, Mann. Und wieder ein Daubsi. Knuff Fenser. Da haben wir Granbull. Okay, ist not very affected, okay. Und ist dann noch seine. Also es hat meine Death-Werte jetzt gesenkt, okay. Bike Wuscher, Wuchercode, ja. Schön. Schöner Wuchercode. Erstmal wieder zurücklatschen ins Fahrrad holen. Ja. Oh, da hat einer das lila Kadabra. Ach, ich kann mit der Fähigkeit einen Kampf erzwingen, okay. Mehr so retarded. Braucht man das dann? Na komm schon. Na komm schon. Noch einmal Schnabel bitte. Und dann hauen wir mal einen Pokéball drauf. Mal gucken, ob wir es gefangen haben. Wir haben es nicht gefangen. Wir müssen noch einen Ball werfen. Senkt auf jeden Fall weiterhin unsere EPR, unsere Def-Werte. Okay, den Timerball hat es auch nicht fangen können. Jetzt sinken meine Def-Werte immer weiter. Der Hielball hat ihn auch nicht fangen können. Mein Gott, bleib doch einfach mal diesem scheiß Ball drinne. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt habe ich ihn, meine Fresse. Schade. Kannst du mich mal einschalten? Okay, Freunde, an dieser Stelle werde ich diese Folge wieder beenden. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin, ciao.